Ja, Bewegung bedeutet für mich, dass man neue Wege sucht, dass man versucht, seinen Körper neu kennenzulernen, dass man die Möglichkeit hat, sich selber neu zu erfahren und damit einfach erfährt, was der Körper alles kann. Es geht nicht darum, nur einfach runterzugehen, wie zum Beispiel bei einer Liegestütze oder monotone Bewegung zu machen. Ich liebe es, wenn der Körper und Bewegung vielseitig sind, koordinativ anspruchsvoll. Wenn du ein bisschen nachdenken musst, wohin geht der Fuß, wohin geht der Arm, und daraus entstehen halt wieder neue Bewegungen, die dir Spaß machen und die flowen einfach und du entwickelst dich stetig weiter. Die einzige Voraussetzung, um Breakletics zu machen oder zu betreiben, ist die, dass man einfach nur Spaß an der Bewegung hat. Es ist so, dass die Musik quasi dich anleiten kann. Die kann dich anleiten, etwas langsam zu machen, schnell zu machen, eine Bewegung korrekt auszuführen. Und du lernst einfach durch diese Musik im Nachhinein, ohne dass du es merkst, dich einfach zum Rhythmus auch zu bewegen. Es macht viel mehr Spaß. Ich habe jetzt zum ersten Mal sowas gemacht, auch in der Form mit Breakdance, Bewegungen, und wenn man drin ist, dann macht es echt Spaß. Und dass man es vielleicht auch in der Gruppe oder mit Freunden so zusammen machen kann, alle bewegen sich zusammen. Es gibt verschiedene Übungen, man kann sehr, sehr individuell sein. Es formt wirklich den Körper, es geht bis in die tiefste Tiefenmuskulatur. Ich glaube, ich bin ein bisschen süchtig. Ist auch simpel gemacht, also könnte auch jeder machen. Ich fand das Workout war ziemlich anstrengend, aber es hat auch Spaß gemacht. Vor allem mit den Leuten zusammen und mit der Musik, und ist ja so ein Misch zwischen Fitness und Breakdance, und das ist auf jeden Fall was Neues. Ich bin Peter, ich tanze seit 16 Jahren und das ist Breakletics.